zurück zu The Evil Within. Wir haben genügend Hirnplurry gesammelt, dass wir uns hier mal erlauben können. Nicht da, oder? Können wir hier noch was aufsammeln? Nein, alles voll hier. Sogar Bolzen haben wir genug, scheinbar. Ja. Wir haben genügend von allem. Und ich wechsle mal zum Blendbolzen. Nee. Zum normalen. So, Waffe weg. Wir sind hier in einem Hospital. Da wird nicht gefuchtelt. Mal schauen, was es Neues in der Zeitung gibt. Nix. Was es Neues am Anschlag? Nix. Was für Zeit haben wir? Das kommt ja nicht annähernd hin. So, Fräulein. Ja. Nee, speichern nicht. Wir haben genügend Hirnrütze gesammelt, um uns eine kleine Gehirnakupunktur zu gönnen. 1000, 10.900. Was haben wir denn Schönes? Was können wir denn brauchen? Was können wir brauchen? Maximal Sprintdauer, Nahkampfschaden? Nee. Schadensduplikat. Was ist denn Quarnbolzen hier so? Wirkungsstärke, gut, die benutze ich eh kaum. Reserve, Kaliber erhöht die Menge an Munition. Schrotflintenmunition. Ne, erstmal die Waffe auf Powern hier. Erhöht Feuerkraft. Ich schieße eh nur ihm ins Bein. Feuerrate, meh. Haben wir gerade erst gekauft. Dann geht's weiter hier mit Feuerrate, so, so, so. Kapazität. 4. Wow. Okay, wir kaufen mal. Was haben wir denn noch? Vielleicht geht sich ein Schaden. Verbessert plus 0%. Was ist denn das für eine elende Verbesserung? Plus 0%. Das 1500 Hirngrütze für nix. Könnte mich mal kreuzweise. Okay. Dann. Halt. Hier noch ein Schuss. Oh, können wir gar nicht. Was wollen wir denn? Was wollen wir denn? Was wollen wir denn? Knapp hier? Ach, ich dachte, hier könnte man... Genauigkeit. Das nützt ja nichts so. Nachkampfschaden, Spritzenwirkung, hä? Teuer? Zu teuer? Was auch? Dann leck mich doch fett. Geh halt wieder. Seh nichts nützt. Geh mal halt wieder. Tschüssikowski. So, der Josef wartet auf... Was wartet der denn? Ah. Du wartest, bis die Tür dich angreift. Okay. Da kann man hier überall hin. Hier geht's. Da lang. Was denn jetzt wieder? Ja und? Hier geht's. Es könnte voll mit denen sein. Aha. Hä? Zwei Wege, ein Ziel oder was? Ach so. Was ist du denn da? Feines. Also so runterfallen? Nö. Er kann durch die Tür fallen. Ist ja noch blöder. Kannst du runterfallen? Ja, dann mache ich es mal so. Mit 3 Schuss. Gute Nacht. Nee, ich mache das so. Erstmal. Ach so, ich sehe schon was. Ey, Munition. Nein, das war eine Flasche. Wo geht's denn hier lang? Hier oben lang.
Fräulein, Sie haben was am Kopf. Also egal, kein Fräulein. Ups. Ja. Blitzmerker, Blitzmerker, Blitzmerker. Okay. Das hier ist zu weit weg. Das muss viel mehr in die Nähe. So. Aber ich will hier noch nicht bashen. Nein. Erstmal wird hier alles auskundschaftet. Hey. Wer löst denn hier Fallen aus? Noch was? Nö. Lass mich in Ruhe. Sind jetzt Fallen, die man außen? Du hast da. Ey. Wie viel ist das denn? Ein Schuss und der große Castellanos ist hin. Ey. Sind wir bei 300 oder was? Toll! Ja, es nervt schon sehr, wenn man hier jedes Mal so gefühlt 2 Stunden warten muss, bis sich das wieder geladen hat. Also, ja. Ich denke mal, wir müssen rennen. Wir müssen immer in Bewegung sein. Und du, was hast du? Was machst denn du? Du warst im Hornbach, ne? Und endlich Vorrat dann einen blöden Dingens. Wir müssen also immer in Bewegung bleiben. Schön, dass wir das mal wissen. Oder? Hä? Ich bin doch gar nicht da. Wieso schießt ihr denn da hin? Ja, Blitzmerker, ich bin da. Hallo. Hier drinnen ist was? Nichts gescheit. Ducken! Wieso duckt der Trottel sich nicht? Flatsch. Was hast denn du jetzt mit dem gemacht? Nein! Nein, 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 nein. Das kannst du knicken, du. Renn. Geh runter. Und wenn sie Josef da in die Pfeile rennt, ist er selbst schuld. So. Das muss schön hier in die Mitte, genau. Kommt da jemand? Hallo? Nö. Wir waren zu schnell. Ich treffe mich nicht hier drin, oder? Aber ist trotzdem eine fiese Masche. Sag mal, wo sind jetzt die Gegner hier? Hier oben? Den macht es nicht aus, in den Pfeilen zu stehen. Okay. Hey, es muss mehr so, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr rollen, ja genau. Das sind ja ganz fiese Marotten hier, das melde ich, das melde ich. Ist auch nirgends sicher, oder? Kapier's gerade nicht. So. Ich glaube, ich gehe mal nach unten. Was ist denn du da Schönes? Was gibt's hier? Eine Falle? Los doch aus! Ach so. Okay. Ach so. Geh mal weg. Bong. Ich hab gesagt, weggehen. Ah, Kinas. So, erstmal. Spritze in Arsch. Klaratsch. Ist es plötzlich hier? So, genau, machst du richtig. Hier geht's raus.
Irgendwie kommen mir die Gegner nicht so schön nah. Was ist denn los? Ich möchte hier alle versammeln. Vor allem möchte ich mal die Gegner bashen, die ewig diese blöden Bolzen auslösen. Ich glaube, ich wechsle mal zum Scharfschützengewehr. Die brauche ich ganz bestimmt eher als die Qualenarmbrust. Ich gehe mal da hoch. Ja, da nach oben, genau. Gegner sind keine da? Nee. Doch, du. Bist weit und breit nichts zum Anzünden und wegen dir vergeut ich keinen Schuss. Komm her! Komm her! Husch! Also so. Danke, wieder richtig praktisch bist du. Probleme? Ruf den Josef! So. Jetzt will ich sehen, wo sind da diese Fatzkes? Hey! Mach das nochmal, du. Ich sag dir eins, du wirst es bereuen. Geht doch. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Das wollte ich auslösen. Erreichen. Das und nichts als anderes. Nichts als anderes, genau. Hey, wieso fällst du runter? Trottel. So, ich will... Waren das die einzigen, die solchen Unsinn machen? Schon, ne? Ja, ich bin hier. Merkt ihr es auch schon? Moment, 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 Moment. Hey, Josef, spar dir die Energie. Aber viel besser im Sinn. Erstmal gehe ich hier. Ist hier unten jemand? Ja. Hab eine viel bessere Idee. Erstmal kommt die bitte mal alle her. So. Und dann brennt die erstmal. So. Nicht du, Sebastian! Ei. Was wenn Dummheit wehtun würde? Der hätte sich schon lange die Lunge rausgeschrien. Vor Schmerz. So. Wo ist jetzt hier dieser dämliche... Ja, genau. Den boxen wir hier mal. So geht's auf. Und dann gehe ich mal hier hoch. Wir lösen nichts mehr aus, oder? Doch! Dann schnell weg. Was machst du denn da? Lass doch mal das Fläschchen in Ruhe. Und du triff mal! Eieieiei. Kann ich die nicht entzünden hier? Du bist echt ein Fall für die Gehirnwäsche. Eieiei. Trifft der die Flasche nicht? Trifft der die Flasche nicht? Sebastian, wir werden, glaube ich, keine Freunde mehr, wenn du so ein Trottel bist. Also die Flasche wäre nicht zu entzünden gewesen, aber das glaube ich ja auch nicht. Also ein Kanister kann... beschossen wird, aber ne, Molotow kann nicht. Also, Logik, hallo? Bist du hier drin? Ich hab sie noch gesehen. So, aber jetzt seid ihr mal zwei ganz knorke Typen und macht mich stolz. So, so. Und so, so. Hier erstmal rein, Arsch. Das hier. Mach mal so. Hallo. Ja. Gut. Schön im Weg. Gut, gut. Denk gar nicht mal dran, ihr Hirn ist. Aber nach die. Nee, nee. Also wenn ich da auf die kugelsicheren Seile
schießen würde, das würde nie was nützen. Das nehme ich mal an. So. Das ist der. Komm, mach auf. Mach die Luke auf. Brav. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance ohne die übrigen Geschütze. Gar nichts können wir. Ja, sollen doch die Zombies kommen. Du stehst hier schön. Gut. Mach mal auf. Timing ist alles. Ja. Ta-ha! Ich will ich nix. Gar nix. Ah, die kommen mir wieder nach. Ihr nervt. Ja, was willst du denn? Mal schauen, dass ich nicht in eine Bombe rein donnere. Okay, ich glaube. Ah, Munition. Danke. Und runter da. Nutze mich doch gleich mal. Wie war das mit Horrorspiel? Wie war das mit einengende, was auch immer? Ja, der sich natürlich nach jedem 12 Meter Marsch wiederholen muss. So. Durch. Kannst du nicht retten. Lass das mal gut sein. Ja, einschalten. Bleib's mir mal von der Kimi. Lass doch die gut sein. Josef, ist doch nicht die Mühe mehr. Hey. So, langsam habe ich die Faxen ziemlich dicke mit diesen beiden Herren hier. So, das wird so gerüstet. Und das wird so gerüstet. Spritze in Arsch. Und wir warten erstmal. Wie war das mit Nerven? Ich hab doch die Qualambus gar nicht ausgerüstet. Eieieiei. Jetzt hab ich was richtig Gutes. Mach mal auf da. Das nenne ich mal eine Hitbox. Okay. Okay. Ah, renn doch, Trottel. Danke, dass die TV-Karte wieder mal ausgestiegen ist. Weiß nicht, an was es liegt. Und ihr? Macht auch schon einen schönen Tag oder was? Hallo? Dann renne ich halt durch. Hier ist nichts, oder? Ich glaube, der hier muss echt mal... Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Die nicht gesehen? Dann brenn du wenigstens.
Nee! Nee, wirklich nicht, oder? Das ist jetzt wirklich nicht euer Ernst. Danke. Dass ich die Molotow nicht anschießen kann, aber wenn es Feuer brennt, dass die sich entzündet. Das ist wirklich nicht euer Ernst. Also langsam, also wirklich, das langsam, also wirklich. Man nervt mich jetzt bloß, ich bin voll sauer jetzt. Also voll sauer, aber ich find's unfair. Ich find's unfair. Nervt mich jetzt bloß nicht, oder es war euer letztes Mal. Was machst du denn da? Ja, spring runter, genau, hätte ich jetzt auch getan. Dafür gibt es jetzt mal eine Spritze. Finden wir noch gleich eine Spritze? Natürlich nicht. Mann! Josef, komm doch mal runter. Warum bist du auch immer lebend? Danke. Weißt du was? Also, du nervst. Du nervst genauso wie die Zombies. So, ich wüsste mal... Ja, wenn du... Du bist selbst schuld. Ich heil dich nicht mehr. Schau selbst zu dir. Heil's mir auch nicht. Gib's mir auch nicht eine Spritze rüber. Wenn ich was nicht ab kann, dann sind das solche blöde Spielemomente. Gut. Ne, das reicht nicht mehr. Bleib! Verdeck mir doch nicht die Sicht! Kümmer dich um den anderen da! Was? Also, du bist jetzt echt selbst schuld. Halt mir den von der Kimi. Du bist ein solcher Idiot. Sehr schön. Das war nur deine Schuld, Josef. So. Ich habe keine Spritzen mehr. Ich lasse mich ja nicht gerne oft ärgern. Okay, ich halte dich nochmal. Aber das letzte Mal jetzt. Hey, egal, die Fackel. Okay. Ja, jetzt geht er wieder. Kommst du? Pff. Weiß genau, was da läuft. Ja, geh runter. Josef, komm mal. Muss ich jetzt wirklich die Fackel dazu benötigen? Okay. Burn. So. Weiß genau, dass du da auf mich schießt. Hä? Ha, wo kommst du denn her? Bist du okay? Toll! 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 Sau gut! Geh mal runter da. Geht nicht? Geht wohl. Mach! So. Irgendeine Spritze. Irgendwo eine Spritze. Ich hätte so gerne eine Spritze. Bist du okay? So langsam gehen die mir echt auf den Keks. Alle hier! Alle! Alle! Der Josef auch! Doch passt die hier auch.
Kick mal! Schön. Spritze? Eine Spritze vielleicht? Nein? Arschgesicht. Mach nochmal auf. Machst du nochmal auf? Danke. Flatsch! Flatsch! Rot heißt Stopp! Das gilt auch für dich. Kommt! Puppen kuscheln! Wenn ich das drücke hier, dann habt ihr zu sterben! Spritz in Arsch! Weiter geht's! Dong! So. Mach auf. Mach auf. Bevor die Zombies kommen. Mach, mach, mach. Arschloch. Arschloch. Du. Halt die Fitze still. Okay. Da denk. Gut. Ja, kommt. Ist ja ganz hell. Hast mich aus einem Kilometer Entfernung gesehen. Autsch. Spritze? Spritze? Keine Spritze für mich. War nicht eine Bombe? Haus doch kaputt, Mensch! Will ich eine Spritze halten? Ja. Verlatsch. Jetzt renn! Eine Bombe? Doch. Katsching. Vor allem will ich mal endlich diese nervtötenden Fallenauslöser killen. Das wäre das Hauptziel des Momentes. Hey, da war doch was.
war ganz viel. Runter! Brav. Kiste! Schön. Aha. Ja. Kann sich auch durch den Zaun glitschen. Der jetzt getroffen wird, dann Gruß von meiner TV-Karte und Gruß von mir. So. Okay. Halt die Fresse, Josef! Halt uns besser die Typen hier vom Leib. Okay. Also. Jetzt sollten wir eigentlich problemlos zum Turm kommen. Lass es mal bleiben, du. Ich nehme mal deine Waffel. Deine Dingens! Oh, eine Spritze! Du bist aber gut. Das lässt du mal schön bleiben, du. Wenn hier jemand herumfackelt, dann ich. Josef! Josef! Wo ist der Josef? Wo ist der Josef? Komm, Josef! Komm, Josef! Wie wir Schweizer sagen, mit der Seppi. Der Seppi, der Sepp. Wieso er mit der Sepp lang? Ja komm, ich heil dich mal wieder. Siehst so aus mit deiner Brille, als hättest du einen schlechten Tag gehabt. So. Was denn jetzt? Hast du das auf mich Hast du diese Scheiße auf mich geworfen? Okay, dass du da runterfällst. Gut, hat mich eigentlich gerettet. Wenn man es von der positiven Seite betrachten soll, weil ich wollte eigentlich runterspringen, aber das geht auch nicht schneller. Da ist mir doch egal. Mach doch zu. Oh nee, ne? Jetzt. Ich will aber nicht mit dem kämpfen. Ich überhaupt nicht. Ah, Kines. Are you serious? Nein, Harry Potter. Da krieg dich wieder rein. Ich hab doch was gesehen, ich habe hier was gesehen. Ein Beil. Ein Beil! Und Munition. Kann ich den verletzen? Nicht besonders. Arschgesicht. Dann habe ich wähl mal hier. Und dat. Und so. Nein, so. Bleib mir von der Kimi. Und last but not least. So. Und so. Jetzt hast du Rennen. Was? Was? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Ist der bekloppt? Ja. Wo rennt der Trottel hin? Wo rennt der Trottel hin? Damit ist nicht der Kettensäge Futzi gemeint. So. Wo gehe ich jetzt hin mit dir? So. Keine Sorge, ich vergesse dich schon nicht. Und jetzt wäre ich sehr froh. So. Und so. So. Aber noch eins. Komm, Feier des Tages. Okay. Hmm.
Nee. Was ist denn hier jetzt? Der kann nicht mehr rennen. Okay, jetzt aber. Jetzt hier ausrüsten. Kurz die Hände entspannen. Und dann wirst du erstmal geschrottet. Bong. 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 Kein Schuss mehr. Doch! Hat's gereicht. Jetzt. Gut. Bist du okay? Danke, dass du mir geholfen hast, du Schlappschwanz. Das könnte voll mit dem sein. Und sind die Zombies hin? Alle weg? Ich habe schon schöne Fallen aufgestellt für die. Na gut. Ich glaube, ich wechsle mal das dahin. Das dahin. Spritzen haben wir wieder im Überfluss. Jo. Ah. Er kann sich regenerieren. Haben wir jetzt alles hier? Da unten ist doch noch viel Zeugs. Das will aufgesammelt werden. Hey. Vergessen hier. Hirnsuppe. Lecker, lecker. Alles benutzen hier, alles benutzen hier. Das für Scharfschützengewehr. Joho. Wenn schon, denn schon. Duck dich! Das war gerade so Millisekunden-Switch. Gut. Kämmer. Was haben wir hier? Gut. Schön. Langsam. Ja, ja. Tating. Jetzt nur nicht übereifig werden. Nein, nein. Eine Spritze, Mann, ich will eine Spritze. Will dem Castellanos eine Spritze in den Arsch jagen. Mach mal auf. So, hier waren wir also. Gut, gut. Ha, ich kann schnell Schlussfolgen. Ne, ich könnte Detektiv werden. Nein, Quatsch. So. Geh doch noch langsamer, du Schwuchtel. Heieiei. Das wollte ich. Josef, wo bist du? Vorgegangen? Ja, warum willst du auch? Ah, ich drücke immer falsch. Warum sollst du mir auch Info geben, dass du weitergehst? Dann geht's rauf. Rauf, rauf, rauf. So, du bist jetzt geheilt. Sei dankbar. Keine Spritze? Ich will eine Spritze. Keine Spritze? Nirgends. Aber eine blutige Tür. Habe ich eh viel lieber. Hä? Nö. Vergiss es. Ah, endlich. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Tagebuch von Sebastian Weicheilos Castellanos. 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Maiwa und ich geheiratet. Und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Was, Lilly? Laura? Hm? Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert. Aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere.
Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Phasen meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen, wie alles Wichtige, was ich tue, mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Ist doch schön. So, gelesen, Spiegel kaputt. Dann geht's mal rein in die gute alte kalte Stube. Gibt's was Neues hier? Nö. Hab ich einen Schlüssel bekommen? Nö. Kann ich da Munition aufsammeln? Jo. Kann ich den aufsammeln? Eigentlich schon, aber er ist gerade zu dumm dafür. Hallo. Jo. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir Gehirnsuppe haben zum Versemmeln. Aber erst noch ein bisschen Zeitung lesen. Ja, rechts fassen, links lesen. Cop, KCPD, Officer vermisst. KCPD, Suche nach vermissten Detective. Suche nach vermisstem. Danke, dass ich mich anspucke. Detective verläuft. Läuft, hallo. Die 36-jährige Detective Mayra Castellanos vom Crimson City Police Department wurde als vermisst gemeldet. Oha. Obwohl sie zum Zeitpunkt des Verschwindens im Dienst war, bestritt ein Polizeisprecher jegliche Verbindung zu einem der Fälle, in denen sie ermittelte. Ihr Ehemann und Vorgesetzter Sergeant Sebastian Castellanos verweigerte einen Kommentar. Ja. Was ist nur in deinem Hirn los? Da schaut er weg. Lady, ich komme gleich wieder. Haben wir genügend Hirnsuppe? Ja. Was will ich denn? Was will ich denn? Was will ich denn? Was will ich denn? Ömme, eins auf die Ömme. Was können wir verbessern? Sprint aber mal. Oder Lebensanzeige. Lebensanzeige. Jupp. Sprintdauer. Jupp. Spitzenwirkung? Noch lange nicht. Gut, dann gehe ich mal abspeichern und bis dahin sage ich Leute von heute, wenn es gefallen hat. Daumen hoch, abonnieren. Und wir sehen uns, hallo Schätzelein, im nächsten Part. Bis denne und tschüss.